Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zu einer neuen Prognose zum vorletzten Spieltag der Bundesliga. Schalke 04 gegen Hertha BSC. Warum habe ich mir dieses Spiel für eine Prognose ausgesucht? Ganz einfach. Für Schalke geht es natürlich darum, noch den sicheren Champions League Platz zu sichern. Weil Gladbach hinten dran hängt und wenn Schalke verliert und Gladbach gewinnt, dann sieht es natürlich für Schalke nicht mehr so gut aus. Und Hertha muss das Spiel gewinnen und hoffen, dass Köln patzt, damit sie eine Chance auf die Relegation haben. Wenn Hertha hier heute verliert und Köln parallel dazu gewinnt das Spiel, dann ist Köln sicher schon mal auf der sicher auf dem Relegationsplatz und Hertha ist dann zweite Liga. Hier seht ihr die Ausstellung von kicker.de übernommen. Bei Hertha fehlt Niemeyer und Kubiaschwili. Kubiaschwili ist rot gesperrt aus dem letzten Spiel und Niemeyer, der ist verletzt. Und Hertha muss jetzt hier unter Otto Rehhagel alles geben, damit sie den Sieg rausholen. 10 Spiele haben sie unter Rehhagel gespielt und davon gab es nur 8 Punkte raus. Also das ist mehr schlecht als recht. Und wir sind mal gespannt. Das ist eigentlich auch so ein Angstgegner, Schalke, für Hertha. Da haben sie die letzten Spiele keine Tore geschossen. Also das wird eine harte, harte Nuss. Aber ja, die Zeichen stehen wohl eher auf Abstieg. Weil man ist ja nicht mehr mit eigener Kraft weiter. So, jetzt hier der erste Angriff vielleicht für die Hertha. Raphael kommt da gegen Unas Stahl, bei dem ist auch fraglich, ob er am Samstag spielen wird. Wegen verletzungsbedingten Ausfällen könnte es sein, dass er nicht spielen wird. Aber wir werden es sehen bis dahin. Jetzt ist noch der Stand der Dinge, dass er höchstwahrscheinlich spielt, aber man weiß es nicht ganz genau. So, Hertha wieder weiter hier mit Druck nach vorne auf jeden Fall. Also das gefällt mir schon mal ganz gut. Und vielleicht passiert jetzt auch noch was. Lasogga hier mit der Chance. Aber er kommt dann ganz kleinen Tick zu spät. Und Unas Stahl war dann schon dran. So, jetzt mal Schalke. Auch das ist ein ganz besonderes Spiel. Natürlich Schalke ist das letzte Mal in der Saison jetzt zu Hause. Nächste Woche spielen sie nochmal gegen Bremen. Aber hier kann sich an dem Wochenende Raoul bei den Fans verabschieden. Der ist ja nach der Saison weg. Wahrscheinlich nach Katar. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon genau raus ist. Aber Raoul ist auf jeden Fall sein letztes Spiel hier auf Schalke. Und ja, bei Fafan weiß man es ja gar nicht so genau. Wahrscheinlich verlängert er den Vertrag, sagt Horst Held. Er hat große Hoffnung und er sieht es so, als wenn das klappen könnte. Also, ich weiß nicht, wie sie Fafan jetzt auf einmal halten wollen, wo der doch jedes Mal gesagt hat, er geht. Man weiß es nicht. Egal, wir wollen uns mal aufs Spiel weiter konzentrieren. Sind ja schon 17 Minuten hier rum. Und Schalke sucht bis jetzt noch hier Mittel und Wege nach vorne. Und ja, da folgt hier ein Fehlpass. Und somit hat Hertha wieder den Ball. Und Hertha spielt hier auch bedacht. Und sie versuchen sich hier die Räume zu verschaffen nach vorne. Aber es ist bis jetzt ein starkes Mittelfeldgeplänkel. Bis der Ball jetzt einmal nach vorne kommt. Aber der wird hier verpasst von Hüntelaar, der hier einfach nur hätte einnicken können. Aber das war eine ganz knappe Sache. Glück für Hertha, dass sie jetzt hier nicht in Rückstand geraten sind. Jetzt also weiter. Ramos holt sich da hinten den Ball. Arbeitet schön hier nach hinten mit. Und will jetzt nach vorne hechten. Herr Ramos läuft los, aber der Pass kommt halt nicht an. Und so bleibst du wahrscheinlich halt auch nicht in der ersten Liga drin, wenn solche Bälle gespielt werden. Jetzt Fafan mit der Möglichkeit in die Mitte auf Raoul. Was war das für ein Geschenk für Schalke, wenn er im letzten Spiel noch ein Tor machen würde. Aber auch der Angriff wird wieder zunichte gemacht von der heute sehr aufmerksamen Hertha Abwehr. Und jetzt Ebert über die rechte Seite. Er setzt da schön nach und schießt aber direkt in die Mitte vorne, wo niemand ist. Kein Lasogga, kein gar nichts. Jetzt hier der Ball nach vorne, aber das war natürlich abseits. Aber wer hätte damit gerechnet, dass Ebert hier den Ball direkt auf den Kopf geworfen bekommt von Unas Stahl? Man weiß es nicht, das ist auf jeden Fall eine krasse Sache. Und jetzt gibt es hier den Freistoß für die Schalker. Wir haben in den letzten Spielen ja auch nicht so gut ausgesehen. Müssen sich jetzt also nochmal kurz vor Ende der Saison aufrappeln. Und da kommt wieder die Flanke in die Mitte. Jetzt Raoul, schafft er hier den Schuss nach vorne ins Tor? Nicht. Wieder die Kontermöglichkeit für die Hertha. Jetzt Lasogga, kriegt er den Pass von Raphael? Nee. Hüntelaar. Und jetzt Fafan. Schön, dass er durchgekommen ist dabei. Schlecht von Hertha aufgepasst.
und wieder in die Mitte und wieder patzen sie mit einer nicht ganz genauen Reingabe. Vorne wäre Lasogga frei, aber das wird nicht ausgenutzt. Der hat sich da schön frei gelaufen. Und dann kommt halt der Heber nicht zu ihm hin. Das war abseits, ganz klare Sache. Also hier für Hertha jetzt der Freistoß. Thomas Kraft rennt da noch schön raus, aber das war alles unnötig. War ja eindeutig, würde ich sagen, zu sehen. So, jetzt Ramos! Ah, aber Unnersteig flutscht ihn da noch weg. Pflückt den Ball. Bastians verliert hier den Zweikampf gegen Verfahren. Jetzt Schalke. Sie versuchen es immer wieder über die rechten Flügel. Über den linken ging es bis jetzt noch gar nichts. Raphael nach vorne. Also Hertha kämpft auf jeden Fall. Und Hertha hat hier auch Möglichkeiten. Also so ist es ja nicht. Sie sehen jedenfalls nicht schlecht aus hier heute in dem Spiel. Oh ja, was machen wir jetzt mal hier vorne? Wir mal wieder eine neue Idee einfallen lassen. Aber das klappt nicht. Hulpi hat jetzt den Ball. Ja, nette Einlage jetzt von Huntelaar. Das sieht auch gut aus. Aber Thomas Kraft kommt da schön raus und hält hier das 0:0 fest. Da hätte Huntelaar mit Sicherheit mehr draus machen können. Aber immerhin ist es eine Ecke kurz vor der Halbzeit. Jetzt wird's knapp. Jones wird schießen. Ball kommt in die Mitte, kommt sehr gut, aber geht dann doch weiter übers Tor drüber. Der Kopfball. Also, jetzt erstmal Halbzeit. 0:0 hier auf Schalke. Letztes Spiel dieser Saison hier. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Halbzeit. Anpfiff, nächste Halbzeit. Ich habe nochmal ganz kurz in die Statistik geguckt hier vom Spiel. 44% Ballbesitz für Hertha. Also, das ist noch relativ ausgeglichen, aber chancenmäßig war Schalke auf jeden Fall mehr dabei. Und ja, Schalke ist jetzt auch wieder am Ball. Mal gucken, wer jetzt hier aus der Halbzeit besser rauskommt. Mit den besseren Ideen. Mehr Druck nach vorne. Ich werde jetzt auch mal hier offensiver einstellen. Hertha muss ja jetzt irgendwas reißen. Also, entweder ganz oder gar nicht, würde ich sagen, ist es jetzt für Hertha. Hübnik, jetzt mit dem Ball nach vorne, der Hübnik. Raoul, schafft er noch sein Abschiedstor? Schafft er das noch? Von hier hinten, dieser Fernschuss. Mutig, fantasievoll und nicht geglückt am Ende. Hertha jetzt. Ah, das klappt nicht so ganz. Der Pass kommt auch nicht gut. Sonst wäre da vorne Ebert schön durch gewesen. Holtby jetzt mit nach vorne. Und jetzt der Pass in die Mitte auf Huntelaar, aber schön abgefangen vom Verteidiger. Thomas Kraft, jetzt schlägt er wieder nach vorne ab und will gleich direkt den nächsten Angriff einleiten, aber das schlägt hier fehl. Hertha jetzt nochmal, es geht wieder nach vorne, aber der Ball kommt nie durch bis zum Schuss nach vorne. Und somit Schalke wieder in der Möglichkeit, sie nutzen es aber heute nicht aus, die Konter dann einzufahren. Ah, zu leicht abgenommen. Das geht zu leicht hier für Hertha in die Richtung, dann wieder zurück. Aber Hertha profitiert, wie gesagt, von den nicht genutzten Möglichkeiten von Schalke. Ja, den Ball einmal zu weit vorgelegt und dann ist er weg. Jetzt hat ihn Draxler und jetzt hat ihn schon wieder ein Berliner. Aber der Ball direkt vorne auf Unnersteig. Kein Problem. Das ist ein sehr chancenarmes Spiel. So habe ich es mir auch schon vorgestellt vorher. Und so wird es, glaube ich, auch in echt sein. Das ist meine ganz klare Meinung dazu. Raoul und Huntelaar. Raoul, Huntelaar! Und der Ball ist drin! Er trickst ihn da aus. Und jetzt klingelt es im Netz. 1:0 für Schalke. 66. Minute. Da fällt also doch noch ein Tor. Ich hätte es ja nicht gedacht, wie gerade eben noch drüber geredet. Es war auch ziemlich einfach da durchzulaufen. Also diesmal nicht gut abgewehrt. Nicht gut verteidigt von Hertha. Ottel jetzt am Ball. Und jetzt Holtby. Ah, den sich geholt.
Und vielleicht geht es ja jetzt für Schalke leichter nach vorne. Jetzt, wo der Druck so weg ist, Führungstreffer ist gemacht. Ja, keiner geht nach vorne. Was willst du dann machen? Aber da ist Raphael. Der ist jetzt durch. Was macht er? Raphael auf Lasogga und der schießt ihn rein. Sehr schön. Lasogga. Oder Lasogga. 71. Minute. Die Antwort auf den Treffer. Das Gegentor. Gleich mal zurück. Schön gemacht. Und keiner geht da so richtig auf Raphael. Der kann hier Lasogga anschießen, der auch einfach frei in den Strafraum reinkommt, ohne irgendwie bedrängt zu werden. Kommt er da zum Abschluss. Und das ist der Anschlusstreffer, der Ausgleichstreffer hier in der spannenden Begegnung. Jetzt so langsam. So langsam wird es wirklich spannend. Ich glaube ja noch dran. Also jetzt glaube ich auf einmal dran. Verfahren. Und er bekommt ihn abgenommen. Lasogga wieder vorne bereit gewesen, aber der Ball kommt halt nicht zu ihm. Wenn der Ball doch wenigstens kommen würde. Jetzt nochmal Raoul. Jetzt geht er durch. Er schießt drauf. Aber den hat Thomas Kraft. Kraft hier heute mit einer der stärksten Spieler von Hertha. Und was macht Hertha jetzt noch? Die letzte Viertelstunde. Die letzten 45 Minuten. 15 Minuten. Jetzt kriegen sie erstmal einen Freistoß. Und Schalke hier. Wer war es denn? Holtby kriegt die gelbe Karte. Ja. Ja, wenn er nicht getroffen hätte, hätte ihn Jones getroffen. Also das wäre gar kein Problem gewesen. In jedem Fall wird der Spieler umgerissen. Also Schalke jetzt hier unter Druck. Und wie gesagt, die wollen ja auch gewinnen. Die müssen gewinnen. Es geht hier um die Champions League. Um die sichere Champions League Teilnahme. Und die will sich Schalke mit Sicherheit nicht nehmen lassen. Ja, Lasogga vorne bereit. Aber der Ball kommt halt immer nicht wirklich zu ihm. Schalke jetzt hier mit schwachen Pässen. Aber irgendwie kommen sie doch noch nach vorne durch. Hier auf Hüntela. Hüntela klebt der Ball wie Patex. Mit Patex am Fuß. Oder wie sagen die das bei FIFA Street? Sagen die das immer so geil. Oh, und jetzt ist er vorne. Oh, was war los? Hertha jetzt mit der Möglichkeit. Lell, mit nach vorne. Holt er sich die Kugel noch? Holt er sie sich gegen Fuchs? Er kommt tatsächlich an den Ball ran. Aber er kommt nicht zum Abspielen. Er kommt nicht dazu. Oh, das hätte es doch sein können. Vorne in der Mitte wären sie bereit gewesen. Jetzt die letzten Minuten für die Hertha. Lasogga, jetzt nochmal am Ball. Auf Unterstall. Unterstall muss hier abklatschen lassen dabei. Der war so festgeschossen aus so einer Distanz. Da konnte er nichts mehr machen. Ramos, jetzt nochmal mit Druck. Die letzten aufbäumenden Minuten für die Hertha. Schaffen sie es? Oder schafft Schalke es hier noch den Konter zu starten gegen Hertha? Und das wäre natürlich wahrscheinlich der sichere Abstieg, wenn sie jetzt noch ein Tor kassieren. Aber das Spiel bleibt unentschieden bei mir in der Prognose. Jetzt nochmal Action kurz vorm Schluss gewesen. Es ging echt langsam los alles. Aber jetzt am Ende wurde es... Es ist meistens auch so in meinen Prognosen. Am Anfang so noch... Und irgendwann... Yeah, jetzt geht's ab. Action, Schüsse, Spannung. Und ja, deswegen auch immer bis zum Ende dabei bleiben. Dann wird's immer richtig heiß in meinen Partien. Ja, und ich bedanke mich auch mal wieder für euch fürs Zuschauen. Mein Tipp für das Spiel ist allerdings... Ein 3:1 für Schalke 04. Und wie Köln dann spielen wird, werden wir dann sehen. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Basti.